Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Christian. Seit über 24 Monaten läuft der Markt seitwärts. Diese Phase werde ich nutzen. Thema heute dazu meine Kauf-Frühjahrs-Investitionsoffensive. Angesagt bis Ende Mai ist ein Investitionsvolumen von 25.000 Euro. Alle Investitionen werden von mir mittels Cashflow-basiertem Rebalancing orientiert an der Regionalverteilung des Global Portfolio One. Im Ergebnis steht damit mein persönlicher Investmentplan erstmal bis zum Sommer, bis Anfang Juni, grob aber auch für die nächsten Jahre. Wichtig, alles Weitere ist keine Anlageberatung. Start mit dem aktuellen Monat März. 13.000 Euro, gut, 13.000 Euro wurden bereits von mir investiert. Neben der regulären Ausführung meiner Aktien- und ETF-Sparpläne flossen größere Direktinvestitionen bereits in die Small Caps der Industriestaaten. Ebenfalls besonders berücksichtigt wurde die Region Europa und die Schwellenländer. Finanziell unterstützt wurde ich bei den für mich sehr hohen Monatsinvestitionen mittels der Dividenden und den Ertragsausschüttungen im März. Bis gestern war mein Dispo noch hart am Limit. Dividendenrück- und Ausblick folgt nächste Woche im Depot-Update. Der Dividendenertrag lag im März stabil bei über 3.000 Euro. Konkret gingen bereits diesen Monat zusätzlich insgesamt 2.700 Euro in den Vanguard FTSE Develop Europe, 3.900 Euro in den iShares MSCI World Small Cap ETF und ebenfalls knapp 3.900 Euro wurden investiert in den iShares Core MSCI Emerging Markets EMI. Der MSCI EMI gehört neben dem VanEck Global Mining und grundsätzlich auch dem Dividenden Leaders bis auf Weiteres zu meinen regulär mittelfristig erhöhten monatlichen ETF-Sparplänen. Nächsten Monat werde ich weniger investieren können. Neben der finanziell gesicherten Ausführung aller Sparpläne verfolge ich ab nächster Woche für den April zwei Ziele. Erstens, wenn möglich, eine weitere ca. 2.000 Euro Investition in den FTSE Develop Europe. Und zweitens soll Cash als Tagesgeldreserve berücksichtigt und geparkt werden. Bis auf Weiteres versuche ich monatlich 1.000 Euro zu sparen und mittelfristig erstmal nicht zu investieren. Der Mai wird im Rahmen des freien Investitionsvolumens wieder geschmeidiger. Helfen werden mir die vierstelligen Dividenden. Begleitend zu den Sparplänen ist meine Absicht, in dem Monat wieder 1.000 Euro in die Reserve zu sparen. Der reine Tagesgeld-Cashbestand soll Ende Mai dann bei 3.000 Euro liegen. Jeder weitere freie Euro nach Ausführung aller regulären Sparpläne wird unmittelbar direkt investiert in die Regionen mit meiner im Mai größten Lücke zum GPO. Bis Ende Mai werde ich nochmal ordentlich Gas geben beim Investieren. Alles, was geht, exklusiv nur der monatlichen 1.000 Euro Rücklage. Ab spätestens Mai muss ich eine finanzielle Hürde im Auge behalten, die Steuern. Die Steuernachzahlung, besonders für den Einkommensteuerveranlagungszeitraum 2022 und nachträglich schon für das laufende Jahr 2023. Bisher kennt mich mein Finanzamt im Grunde nur als braven Arbeitnehmer und meine Einkommensteuerschuld im Rahmen meiner nicht selbstständigen Tätigkeit, die wurde bereits mit der Lohnsteuer abgeführt. Anders bei meinem Gewinn aus der selbstständigen Arbeit und den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Das sind bei mir zum Beispiel die Einnahmen aus dem YouTube-Partnerprogramm. Das erste und oft auch das zweite Jahr als Selbstständiger ist noch super. Alle Einnahmen können grundsätzlich direkt verballert werden. Von mir wurden die letzten Monate alle Einnahmen komplett in Aktien investiert. Rücklagen für die Steuer habe ich keine gebildet. Der Sommer wird für mich finanziell daher ungemütlich. Der dreifache Steuerhammer kommt für mich dieses Jahr. Festsetzung der nachträglichen Vorauszahlungen für 23, begleitende Festsetzung der viermal im Jahr laufenden Einkommensteuervorauszahlungen und Festsetzung der Steuerjahresabschlusszahlung fürs Vorjahr. Die Leiden beginnen, sobald meine Steuererklärung vom Finanzamt für 2022 bearbeitet wurde. Meine Vermeidungsstrategie sieht so aus, dass ich meine Steuererklärung für 2022 möglichst spät erst abgebe, auf jeden Fall nicht vor dem Juli. Retten wird mich dann der Zufluss der Sommerdividende, hoffentlich dann ausreichend. Also bitte keine schlauen Fragen im Juni-Depot-Update, warum ich trotz höchster Monatsdividende meines Lebens nur so wenig nur investieren konnte. Okay, zurück zu den wichtigen Dingen. Du weißt, ich bin ein großer Freund des Global Portfolio One und versuche daran, mein eigenes Weltaktienportfolio mit kleinen Schwerpunkten zu orientieren. Meine Taktik dabei ist Cashflow-basiertes Rebalancing. Rebalancing bedeutet ganz allgemein eine originäre, ursprüngliche Depot-Zielstruktur wiederherzustellen. Also ich vergleiche regelmäßig meine aktuelle globale Vermögens- und Regionalverteilung
mit der Portfoliostruktur des GPO. In meinem Fall ist damit die Zielvermögensstruktur ein Moving Target. Eine grobe Orientierung reicht mir dazu aber. Die Berechnung meiner groben Zielverteilung sieht bei mir so aus. Die Datenquellen verlinke ich. Die mit 15 Aktien-ETFs und Indexfonds im GPO-Mantel souverän abgebildete Ertragskraft der Weltwirtschaft skaliere ich auf 100% und extrahiere alle Anteile inklusive der Small Caps ganz grob in 5 Weltregionen. Aktuell ungefähr ein Anteil von Nordamerika 55%, Europa 20%, Asien-Pazifik ex-Japan 2,5%, Japan 7% und die Emerging Markets knapp 15%. In Schritt 2 vergleiche ich die Aufteilung mit meiner eigenen regionalen Portfolio-Vermögensstruktur. Mein eigenes Portfolio, zusammengefasst in die 5 Weltregionen gegenüber dem GPO, zeigt mir meine Unterinvestitionen in allen Regionen bis auf Nordamerika. Obwohl ich trotzdem auch monatlich laufend auch weiterhin in US-Unternehmen investiere, sind langfristig die übrigen Regionen eher dann der Schwerpunkt, besonders bei Direktinvestitionen. Glückwünsche vorab an jeden, der direkt ins Global Portfolio One investiert. Für mich die beste Strategie, die ich kenne. Insbesondere auch mit der Integration der Investitionsreserve. Meine 3 persönlichen Hauptgründe, warum ich selbst nicht ins GPO investiere, ist mein doch eher Cashflow-basierter Dividendenansatz, meine Flexibilität und am Ende auch die Kosten. Aktuell habe ich noch die Zeit, Bock und bilde mir auch ein, das Wissen zu besitzen, selbst alle Entscheidungen und die Verantwortung beim Investieren zu übernehmen. Auch und besonders auch in vielleicht kommenden schweren Krisen. Okay, herzlichen Dank dir fürs Zuschauen. Wenn dir der heute kurze Beitrag gefallen hat, sei so lieb, lass gerne ein Like da, abonniere gerne den Kanal. Schreib mir Fragen, Wünsche, Anregungen und Vorschläge gerne in die Kommentare. Bleib investiert, danke dir nochmal, bis nächste Woche zum Depot-Update. Ciao, mach's gut.